Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, der Skyrock-Kanal. Und heute zum Sammelheftchen, sage ich einfach mal, Vorstellung von Südafrika 2010. Viel Spaß damit im Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, der Skyrock-Kanal. Und heute zum Sammelvorstellung, genau, nach dem Wort habe ich gesucht vor uns. Zum Sammelmappenvorstellung Dienstag. Ich kann nicht so viel so lange machen, weil ich habe bloß 10 Minuten Zeit. Genau. Wegen dem DFB-Pokal-Dingsbums. So, fangen wir einfach mal an. Genau. Dann ist dann hier die Sondersticker. Das war eben geil hier. Das gab es dann nicht mehr. Lange, leider. Dann der Pokal. Ibska. Der Ball Südafrika, ist geil gemacht. Die Stadien. Das hier war übrigens geil. Das war übrigens meine allererste Sticker-Sammlung und überhaupt vom Sammeln. Allererstes. Ja, damit haben wir halt angefangen. Die Sammelleidenschaft. Dann Südafrika. Mexiko, die Mexikaner. Hier noch mit Ochoa, übste Torwartlegende in Mexiko. Uruguay. Hier mit Luis Suarez. Den hatte ich mal zweimal im Pick drin gehabt. France. Hier und Franck Ribéry. Übst geil. Genau. Argentinien. Die lieben Argentinier mit Lionel Messi hier zum Beispiel. Ja, genau. Dann hier die. Das Nigeria. Genau. Das Nigeria-Logo oben. Dann sieht. Oder Nordkorea, keine Ahnung. Genau, Südkorea. Die Südkoreaner. Dann üben sie die komischen Geburtstage. Ne, das ist doch bei Nordkorea. So, die Griechen. Ja, die Griechen hier mit Sokratis Papadopoulos und wie der heißt. Papastopoulos, genau, die sind da alle so. Papadopoulos und hier Papasoglu oder so. Hier wieder Papadopoulos. Ach, die heißen ja alle so. Die haben komischen Namen dort. So, die Engländer. Die Engländer hier mit David Beckham. Dann die Amerikaner aus der USA. Genau. Die waren echt selten, die Amerikaner. Hier mit Landon Donovan. Dann die Algerier. Ja, genau. Hier das Logo zum Beispiel hier. Algerien-Logo. Dann die Slowenen. Hier, Novakovic damals, der echte Köln-Legende eigentlich damals. Hier, Deutschland. Hier haben Heiko Westermann und René Adler gefehlt. Damals war nun Neuer noch nicht. Nein. Ibska, hier das Logo. Ibska. So, die Australier. Die Serbier haben uns ja mit Unrecht gewonnen, also gewonnen gegen uns. Das war ja unfair, unfairer Elfmeter. Hier der Hauptcharakter, hier ist hier Subotic, aber habe ich nicht. So, Ghana. Die Ghana, Rana oder wie die hießen, also wie man die nennt so. So, Holland. Hier das Logo.
Hier einen Robben habe ich damals nicht gehabt. So, Dänemark. Die waren alle hinter so im Tor, waren die damals. Haben die fotografiert. Na? Japan. Die Japaner. Das Logo hatte ich nicht. So, Kamerun. Die waren ja, glaube ich, viermal Afrika-Cup-Meister. Weiß ich jetzt gar nicht. Warte mal kurz. Die Italiener, genau. Dann hier mit Andrea Pirlo, ja. Die geile Zeit mit dem. Als Kind habe ich den nicht gemocht, weil der gegen uns immer Tore geschossen hat. So, Paraguay, ja, damals dabei. Haben wir ganz knapp gegen Spanien im Viertelfinale damals verloren. Also Respekt damals, aber jetzt nicht mehr. Neuseeland war auch mal dabei. Wieder hier gelotzt. Übst episch. So. Slowenien, oder? Ne, Slowakei, genau. Die Slowakei. So, die Brasilianer. Ein bisschen Lehne machen jetzt. Wie viele Gruppen eigentlich? Alles, okay. Zwei Gruppen noch. Die Brasilianer. Ein bisschen flott machen. So, die Nordkorea. Ah ja, die hatten den komischen Geburtstag. Die stand 10-10-87. Einfach komisch. So, Elfenbeinküste. Logo. Vorhanden. Portugal, hier mit Cristiano Ronaldo. Die Spanier, damals Weltmeister geworden. Mit dem Torschützen damals Iniesta, den habe ich aber nicht. Gegen Holland im Finale, ja, das war geil. So, ich war damals übrigens in Mallorca, wo die Weltmeister geworden sind. Also die haben echt Randale gemacht, also gefeiert und alles. Echt krass. Die Hondurasana, oder wie man die nennt. Genau. Und als letztes Chile. Genau, das Logo. Oh, was ist denn hier los? So, die Torjubel von Klose habe ich nicht gesammelt. Ja, genau. Jetzt war es auch schon wieder mit diesen kurzen Vorstellungen von Südafrika, Zusammenhang-Vorstellung, genau, war echt cool. Und ja, heute kommt ja noch hier ein Spiel, der DFB-Pokal. Keine Ahnung was. Auf jeden Fall sage ich tschüss, bis morgen zum Let's Play Mittwoch, das Gauer-Kanal.